and Bugawa peace your mind. Vos don't go out like a free. Damit hallo und herzlich willkommen hier zu die Sims 4 Zeit für Freunde. Ja, das Umstyling der Shiva WG oder wie auch immer ich sie nennen soll, der Stoch, das habt ihr ja gerade gesehen. Sie haben sich extrem verändert, also zumindest manche. Außerdem gibt es noch eine weitere Veränderung, denn ich habe ja gesagt, wir werden auf jeden Fall umziehen, sobald Windenburg da ist. Und das hier ist jetzt Windenburg. So sieht jetzt das Overlay, die Stadt, wie auch immer, die Map, die Karte, die sieht jetzt so aus. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön, weil endlich ist mal ein bisschen Farbe hier drin. Es ist nicht mehr alles nur so grau, sondern es ist schön detailliert mit Windrädern in der Ferne, mit einer Brücke und so weiter. Und endlich mal mit Farbe. Und ja, es gibt noch eine kleine Veränderung, was die Stochters angeht, denn die wohnen hier. Hier wohnen allerdings nur noch drei und das sind Shiva und ihre beiden Kinder. Denn Robin, seine Alexis und seine zwei Kids, der hat sich gedacht, er möchte jetzt in Windenburg sein eigenes Häuschen haben. Und dementsprechend gehen wir natürlich jetzt zu Shiva und spielen mit ihr. Was ich persönlich ganz schön finde, ist, wir haben jetzt hier neue Knöpfe beziehungsweise eine neue Auswahl, wie auch immer. Hier unten sieht man direkt die Leute, die in dem Haus drin wohnen, welches ich gerade angeklickt habe. Was ich sehr cool finde, weil dann hat man eine bessere Übersicht über diejenigen, die in dem Haus wohnen. Außerdem hat man dann hier unten direkt diese Knöpfe von wegen, ob man ihn jetzt spielen möchte oder ob man sie vielleicht nur besuchen möchte, ob man in den Baumodus möchte oder eben mehr wie Umzug oder Ausquartieren oder eben Verwalten. So, das müssen wir natürlich jetzt nicht machen. Wir gehen natürlich zu den Stochters und spielen die und werden glücklich sein und werden uns Windenburg einmal ganz genau anschauen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich das nicht in einem Shiva-Stellt-Vor-Video machen wollte, sondern ich wollte das alles in dem regulären Let's Play machen. Und dementsprechend mache ich das auch.
Und ich denke, das wird ganz, 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 ganz toll. Ja, Hope hat sich ja in dem Umstyling sehr verändert, finde ich. Aber ich finde, sie sieht unglaublich cool aus mit der neuen Frisur und mit den neuen Outfits. Ich finde, das steht ihr einfach ja gut. Das, was sie da jetzt anhat, steht ihr vielleicht nicht unbedingt ganz gut. Ich habe auch nicht alle Outfits verändert, sondern vor allem die Outfits, die halt mit dem neuen Add-on zusammenhängen. Moment, wir müssen direkt mal hier Alltagskleidung einmal anziehen. Ja, also das ist jetzt ihr neues Outfit und ich finde, sie hat sich extrem verändert jetzt. So, aber das macht nichts, denn wir werden für Hope direkt mal eine Gruppe suchen. Das Gruppentutorial. Möchtest du erfahren, wie man einer Gruppe beitritt? Freunde bereichern das Leben. In Gruppen können deine Sims Gleichgesinnte finden, um das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wir zeigen dir, wie du einer Gruppe beitreten kannst. Yay! Gruppenverwaltung. Über die Gruppenverwaltung kannst du einer Gruppe beitreten, eine Gruppe erstellen oder mehr über bestimmte Gruppen erfahren. Du kannst bis zu 3 Gruppen beitreten. Gut, ich glaube, das Tutorial brauche ich jetzt wirklich nicht. Also ihr habt es ja auch gerade gehört. Man kann bis zu 3 Gruppen beitreten. Man kann hier, wenn man auf die Details klickt, dann kann man sich hier einmal, dann kann man sich das hier angucken. Und da sieht man dann zum Beispiel, dass wir in die Abenteuergilde natürlich nicht rein können, weil das ist eine Kindergruppe. Dafür muss man ein Kind sein und das ist Hope natürlich nicht mehr. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du Tutorial. Aber es gibt auch noch andere Gruppen. Es gibt insgesamt 11 vorgefertigte Gruppen und man kann dann auch noch seine eigene Gruppe erstellen. Ich würde jetzt mal sagen, wir suchen für Hope auf jeden Fall eine Gruppe aus. Und für Hope würde ich mal meinen, ja gut, da fehlt ihr jetzt hier Fähigkeit auf Level 2, Tanzen, DJ mixen. Ich würde sagen, wir versuchen mit ihr auf jeden Fall in die Spin Masters reinzukommen. Was machen denn die Abtrünnigen? Die Abtrünnigen haben anscheinend keine Anforderungen. Objekte sabotieren. Gemein sein zu den Idolen, schelmisch sein zu jedem. Okay, das wäre ja wahrscheinlich eher was für Luca, weil er ja doch ein bisschen abtrünnig geworden ist. Hier, ich packe sie mal zu den Party-People. Das wäre es doch eigentlich. Bargetränke trinken, mit jedem romantisch sein und tanzen. Ich denke, das ist cool, das machen wir auf jeden Fall mal. Jade Rosa, hallo Hope. Ich hörte, du bist an einem Beitritt der Gruppe Party People interessiert. Komm und häng mit uns ab. Wenn du einen guten Eindruck hinterlässt, kannst du dich dafür bewerben, die Gruppe beizutreten. Ich dachte, wir könnten uns hier treffen. Heim des Narwals. Heute übernehmen wir den Club. Willst du auch kommen? Ja, natürlich. So, mit Hope machen wir den Anfang, was die Gruppen angehen. Natürlich werden Shiva und Luca auch noch eine Gruppe bekommen. Aber wir müssen ja jetzt erstmal mit Hope uns so ein bisschen bei denen einschleimen, damit wir bei den Party-Peoplen auch aufgenommen werden. Aber ich hoffe, die treffen sich gerade in einem Club. Dann können wir nämlich direkt schon ein bisschen tanzen, ein bisschen die Tanzfähigkeit leveln, eine Gruppenversammlung einberufen. Hope sollte bei der Versammlung der Gruppe Party People einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Sie sollte Kontakte mit den Gruppenmitgliedern knüpfen und sich um den Beitritt zur Gruppe Party People bewerben, wenn alles gut läuft. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir werden uns direkt mal lustig vorstellen hier überall. Ich denke, das ist vollkommen okay, wenn wir das dann so machen. Und tatsächlich, hier ist auch schon der DJ zugange. Da können wir dann direkt gleich mal ein bisschen tanzen. Über Gruppe Party People reden. Wir reden jetzt mal über die Gruppe. Vor allem müssen wir uns hier natürlich bei ihr hier einschleimen, weil sie hat das Krönchen auf dem Kopf. Sozusagen. Das bedeutet, sie ist sozusagen die Leaderin der Gruppe, sie ist die Leiterin der Gruppe und da müssen wir natürlich auf jeden Fall unbedingt gucken, dass wir das hinkriegen. Vielleicht können wir auch mit der Gruppe tanzen, Moves präsentieren. Nee, wir könnten nur einen Tanzwettbewerb machen. Aber das macht ja nichts. Ach, guck mal hier, der Paolo, der ist auch hier in der Gruppe Party People. Den kennen ja vielleicht einige schon aus dem Trailer. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen hier
mit denen quatschen. Unter der Leitung von Jade Rosa wird die Gruppe Party People immer besser. Sehr schön, das ist doch super. Wir werden auf jeden Fall hier noch nach Tag fragen. Und hier sieht man auch, also bisher sind sie alle ganz glücklich. Weder Freund noch Feind, einfach eine ganz normale Beziehung und ein lustiges Gespräch. Sieht so aus, als hätten alle Spaß. Versuche Witze über den Aufbau einer dauerhaften Freundschaft zu machen. Okay, ich soll Witze machen. Dann machen wir mal ein paar Witze. Wir erzählen einfach mal eine lustige Geschichte. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich würde gerne mit denen zusammen tanzen gehen, aber das scheint anscheinend gerade nicht zu gehen. Wahrscheinlich, weil ich ja noch gar nicht in der Gruppe bin. Na, ich weiß nicht. Doch, sie fanden das ganz lustig. Hier, für Gruppe bewerben, reden über die Party People. Wir reden nochmal über die Party People. Also das ist, überreden die Gruppe Party People zu verlassen. Nein, das machen wir nicht. Also wir haben jetzt hier natürlich auch diesen neuen Button wegen Gruppen. Gruppen ansehen. Ich bin Leiter der Gruppe Party People. Ich finde das großartig. Ja, das finde ich schön, dass sie das großartig findet. Achso, so könnte man sich die Gruppe nochmal anschauen. Sehr gut. Ich mache mal noch ein von Herzen kommendes Kompliment. Außerdem, nee, romantisch vielleicht ein bisschen nicht. Nochmal einen Witz machen. Und Fotos teilen. Ich glaube, das ist neu, Fotos teilen, oder? Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Kann man die Fotos sehen? Sehr schön. Das ist cool. So, ich versuche jetzt mal einfach in die Gruppe reinzukommen. Ich gucke mal, wo ich das machen kann. Für Gruppe bewerben. Mal gucken, ob das schon reicht. Weil ich weiß nicht, wie weit die Leiste sein muss, um mich aufzunehmen. Ja, Gruppenleiste-Tutorial. Ich will keine Tutorials. So, okay, wir sind aufgenommen worden. Sehr schön. Das bedeutet, jetzt können wir auf jeden Fall zusammen tanzen gehen in der Gruppe. Da bin ich mal sehr gespannt. Und man sieht auch hier, wir haben hier noch andere Gruppenleute. Nämlich hier diese, weiß ich nicht, was sind das, crazy Fan-Leute. Nee, Stammgäste und Gartenzwerge. Nee, ich glaube, die haben einfach nur gerade Spaß beim Tanzen. Das ist es nämlich, die haben hier Spaß. Und wir haben jetzt auch Spaß beim Tanzen. Und ich denke, das passt auch ganz gut zu Hope, dass sie da jetzt so ein bisschen mal aus sich rauskommt. Weil in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend, in ihrem Teenageralter ist sie ja eigentlich nicht rausgekommen. Also hat man ein bisschen abgefeiert oder sowas. Das kann man jetzt alles machen und das finde ich ganz cool. So, wir können uns hier mit dem so ein bisschen... Wir könnten einfach so mit dem flirten hier, oder was? Ich mach das mal. Einfach mal so ein bisschen flirten. Kann man nicht nebenbei noch tanzen? Das wäre doch ganz cool. Tanz in der Runde. 1, 2, Wechselschritt. Direkt mal gucken hier. Werbekampagne ist zu Ende. Oh, das tut mir aber leid. Boah, was die hier alle für einen Spaß haben, ne? Kann man sich eigentlich ein Lied wünschen? Steuerung, Lautstärke, Mittel. Okay, nee, ein Lied wünschen kann man sich leider nicht. Aber man könnte dem DJ bei der Arbeit zuschauen. Was ist denn er für einer? Ich glaube, der passt nicht zu ihr, ne? Also wir sollten wirklich nicht jeden nehmen, der jetzt hier ist. Wir könnten ihn da nehmen. Hier, flirten. Wir könnten auch direkt echt mit ihm knuddeln und ihn küssen und so anscheinend. Obwohl wir ihn gar nicht kennen. Hier, einmal auf die Wange knutschen. Wir sind echt ganz schön dreist. Aber so ist das. Aber ich finde das total cool. Also diese ganzen Tanzmoves, die sind schon mega cool auf jeden Fall. Sehr cool. Oder haut er jetzt einfach ab? Nee, doch nicht. Er geht nur quatschen. Ah, er geht da knutschen. Neue Begrüßungsküsschen anscheinend.
Ja, Mensch, Hope, du musst hier ein paar Gespräche musst du dir sammeln. Was willst du denn von ihr eigentlich? Wir wollen nicht mit Eva plaudern. Wow, was ist passiert hier? Ach so, meine Güte. Die DJ-Fähigkeit werden wir uns auch noch anschauen. Ey, das wird so cool. So, ich möchte, dass du jetzt hier mit ihm dann was machst. Um Verabredung bitten. Anmachspruch. Wir haben am besten mal auf zu tanzen. Dann funktioniert das bestimmt. Oder er schubst uns gleich weg. Ey, das geht so schnell auf einmal. Nummern austauschen. Ja, komm, das machen wir. Das ist auch neu durch das Add-on gekommen. Jetzt können sie sogar Handynummern austauschen. Und das finde ich doch eigentlich sehr, sehr cool. Wir fragen auch mal, ob er Single ist. Oh, wieso ist sie denn jetzt beschämt? Ah, wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Also romantisch sind sie auf jeden Fall sehr. Haben wir jetzt eigentlich gefragt, ob er Single ist? Er ist Single. Das ist gut, dann mach weiter. Wir machen noch mal ein Kompliment. Ah, sie ist schon wieder am Tanzen hier. Oh, er mag sie nicht mehr. Okay, okay, okay. Sie beobachtet gerade Paolo. Na, vielleicht wäre ja auch Paolo was für sie. Dann werden wir einfach noch mal ein paar Moves machen. Armscham. Okay, das ist der Armscham. Yeah. Sehr gut, Hope. Ich finde die Tanzmoves total cool. Vor allem, je besser das Level wird, umso mehr hat man dann natürlich auch. Im Moment haben wir leider nur den Armscham. Aber ich finde es cool. Und alle haben Spaß, nur Hope anscheinend nicht. Aber Hope ist auch müde. So. Bargetränke trinken, das könnten wir eigentlich auch mal machen, aber hier gibt es gar keine Bar, ne? Doch, hier hinten. So, dann werde ich jetzt hier einfach mal Getränke bestellen. Getränke für alle zubereiten lassen. Nehmen wir doch mal was Neues. Creme Cola ist neu. Zack und weg ist, glaube ich, auch neu. Komm, das nehmen wir mal. Zack und weg. Das werden wir auf jeden Fall jetzt nehmen. Da gab es aber, glaube ich, noch was gerade, ne? Mixer engagieren. Lieblingsgetränk zubereiten. Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht, dieses Lieblingsgetränk. Ja, sorry, ich mach das mal hier, ne? Das Zack und Weg ist einfach nur ein Bier wahrscheinlich. Hergestellt von Hope. Oh Gott, sie ist krank. Na toll, auch das noch. Ach Mensch, Hope, wieso bist du immer krank? Das gibt's doch nicht. So, mit jedem romantisch sein, das haben wir ja gemacht. Kein Wunder, dass wir dann hier fleißig Punkte verdienen für die Gruppe. Aber jetzt wird sie langsam krank, das ist natürlich schade. Und sie muss aufs Klo. Oh, und hier ist ein Kleiderschrank, da könnten wir eigentlich reingehen, aber wir haben noch niemanden, mit dem wir unbedingt jetzt ein Techtelmechtel machen möchten. Wir könnten uns höchstens noch mit Paolo vielleicht anfreunden. Der Paolo wäre doch noch cool. Ja, Ralf Heck ist auch am Dancen, hier ohne Ende. Ach, Paolo sitzt gerade auf dem Klo. Genau, oben reinkippen, unten wieder rauslaufen lassen. So macht man es richtig, denn er hat gerade noch ein Bier getrunken. So, und ich denke, unsere Partynacht mit Hope ist leider vorbei. Denn die fühlt sich gar nicht mehr wohl. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal nach Hause. Und dann gucken wir mal, was wir mit den anderen beiden machen können. Luca hat sich ja jetzt auch stark verändert. Luca braucht auf jeden Fall auch noch eine Gruppe. Der kommt dann da in diese Gruppe, so von wegen, wir machen alles kaputt. Wir sind jetzt erstmal hier bei den Party-Peoplen mit Hope. Ich denke, da passt Hope ganz gut rein. Und Luca kommt dann auf jeden Fall auch noch in eine tolle
coole Gruppe. Und was wir mit Shiva machen, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich würde Shiva so in so eine Gärtnergruppe wirklich packen, weil sie hat ja eigentlich auch immer viel mit Pflanzen zu tun. Und Windenburg sieht ja auch richtig toll aus. Ich habe euch die Stadt ja noch gar nicht gezeigt. Aber wir werden auf jeden Fall noch alle Orte uns genau angucken. Heute werden auch viele, viele Parts kommen. Zumindest habe ich mir das fest vorgenommen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, wenn die ganzen Parts kommen. Oh Gott, Hope ist total fertig. Gott, ihre erste Nacht, zu viel getrunken, zu viel getanzt und jetzt auch noch krank. Also ihre erste Partynacht, wollte ich sagen. So, sind wir denn bald zu Hause? Das dauert mir irgendwie zu lange, wenn sie da so läuft. Auch wenn es echt schön aussieht, aber das dauert mir einfach gerade ein bisschen zu lange. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach so nach Hause. Und dann geht das schon. So, bestätigen. Nee, nicht mit der ganzen Gruppe. Wir gehen alleine dahin. So. Hoffentlich habe ich jetzt niemanden vergessen, von der Gruppe wegzuklicken. Weil man kann, wenn man in einer Versammlung mit der Gruppe ist, kann man die Gruppe wirklich überall mit hinnehmen. Also wenn man dann irgendwie keinen Bock mehr hat, da zu bleiben, dann kann man die Gruppe auch einfach mitschleppen. Ist natürlich ganz cool, muss ich aber jetzt gerade nicht haben, weil sie natürlich jetzt hier müde ist und hungrig ist. Dementsprechend kann sie sich jetzt hier einen Snack nehmen. Man kann übrigens jetzt auch hier am Kühlschrank Personal einstellen und dann einen bestimmten Caterer engagieren oder einen ganz normalen Caterer engagieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Bei schneller Mahlzeit ist nichts dazu gekommen. Und ansonsten, ja, das hier sind jetzt erstmal die beiden kleinen Kinderzimmer. Ich hatte ja gesagt, wir fangen so ein bisschen von vorne an sozusagen. Und dementsprechend, klar, die haben viel, viel Geld. Die haben auch noch das ganze Familieninventar voll mit Möbeln. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich nutzen werde. Müssen wir mal gucken. So, hast du jetzt eigentlich gegessen? Wieso nicht? Hier, Cerealien essen. Und dann kannst du ins Bett. Das da ist dein Bett. Beanspruchen. Beanspruchen. Und das letzte Bett bekommt dann Shiva natürlich. Beanspruchen. So. Ja, Luca hat sich auch sehr verändert. Der hat hier die Haare blau gemacht und alles. Also der ist jetzt gerade wirklich so in seiner, was weiß ich, Rebellenphase, so ein bisschen durch. Aber jetzt kommt die nächste Phase mit verrückten Haarfarben. Fand ich aber ganz lustig, die Idee. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zum ersten Part. Es gibt nachher noch einen zweiten und dritten und vielleicht sogar vierten Part. Mal gucken, damit wir uns auch wirklich sehr viel anschauen können von Windenburg und von den ganzen Sachen, die man so machen kann. Und ja, wir sehen uns nachher wieder in einem neuen Part. Bis dahin. Tschüssi.